Und über diesen unschätzbaren Wert und über den Brand der Notre Dame möchte ich jetzt mit der Kunsthistorikerin Dr. Elisabeth Peters sprechen. Erstmal vielen Dank, Frau Peters, dass Sie so spontan zu uns gekommen sind. Wir haben jetzt viel gehört, Notre Dame, wir haben die Bilder gesehen, Wahrzeichen, UNESCO-Weltkulturerbe. Was ist da zerstört worden? Was bedeutet das für Frankreich und auch für die ganze Welt? Es ist eine der bedeutendsten Kathedralen in Frankreich. Und da Frankreich ja im Grunde genommen Vorreiter, was die gotische Architektur anging, war, ist es wirklich ein Bauwerk, das für die Menschheit wichtig ist. Aber es ist natürlich auch im Zentrum von Paris und Paris als das Herz Frankreichs. Das wird alle Franzosen getroffen haben und nicht nur die Katholiken. Was macht diese Kathedrale so besonders? Warum ist sie überhaupt UNESCO-Weltkulturerbe geworden? Also architekturhistorisch steht sie eigentlich als letzte der frühgotischen Kathedralen da, im Übergang zur Hochgotik. Und als solche ist sie schon bedeutend und sie ist natürlich ein wichtiger historischer Ort. Napoleon hat sich dort selber gekrönt. Das ist ein wichtiger Ort für die Franzosen. Was haben Sie gedacht, als Sie die Bilder gestern gesehen haben, dieser brennenden Kathedrale und auch als dieser Turm eingestürzt? Ja, ich war schockiert, weil man natürlich sich vorstellt, was im Inneren passiert. Was passiert mit der Ausstattung, was passiert mit den Fenstern, was passiert mit den filigranen Skulpturen und Bauornamenten? Genau, es ist ja nicht nur das Gebäude, es sind ja auch die Kunstschätze, die sich in der Kathedrale in der Notre Dame befinden. Können Sie das nochmal erklären, was da alles ist in der Kathedrale? Ja, man muss differenzieren. Also Notre Dame hat natürlich im Laufe der Geschichte vieles an mittelalterlicher Ausstattung verloren. Aber immerhin gibt es noch im Chor Chorschranken aus dem 14. Jahrhundert schöne Reliefs, die das Leben Jesu erzählen, von Weihnachten bis zur Passion. Und es gibt bedeutende Fenster, also die großen Rosen der Westfassade und der Querhäuser. Und ich fürchte, dass die Querhausrosen zerstört sind. Also man hat keine genauen Angaben, man sieht auch noch keine Fotos im Detail. Aber das ist eine Verglasung, die natürlich auch im Laufe der Jahrhunderte ersetzt und ergänzt worden ist, aber im Kern mittelalterlich ist und für das Licht in solch einer Kathedrale natürlich ungeheuer wichtig. Kann denn sowas überhaupt wieder aufgebaut werden? Ja, natürlich gibt es Zeichnungen, es gibt Fotos, das ist alles gut dokumentiert, man hat Pläne, aber es ist natürlich nicht das Original. Also etwas von der Aura dieser Kathedrale wird mit Sicherheit verloren gegangen sein. Der Bau hat gut 200 Jahre gedauert. Was denken Sie, wie lange wird es dauern, die Kathedrale wieder aufzubauen? Ja, ich denke, es wird Jahrzehnte dauern. Also erstmal die Vorbereitung der Maßnahmen. Man muss prüfen, wie stabil das Bauwerk, so wie es sich jetzt präsentiert, noch ist. Nicht alles, was aufrecht steht, ist statisch sicher. Und das wird Jahrzehnte in Anspruch nehmen. In der Französischen Revolution oder während der Französischen Revolution ist der Turm auch schon mal zerstört worden. Ist der damals dann wieder so aufgebaut worden wie vorher? Ja, Viollet-le-Duc, das war ein schöpferischer Denkmalpfleger im 19. Jahrhundert. Man darf vielleicht auch sagen, er war Künstler, er hat auch Innenausstattungen entworfen, Altäre, Fenster. Und er hat diesen wunderbaren Vierungsturm entworfen. Man muss sagen, Glück im Unglück war, dass die Skulpturen, die er geplant hat, just während dieser laufenden Baumaßnahme entfernt worden sind. Das heißt, die könnte man wieder anbringen an den dann neu zu errichtenden Vierungsturm. Und Sie haben es gesagt, es gibt ja zum Glück auch noch die ganzen Originalpläne. Ja. Frau Dr. Peters, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung.